Manifix, Manifix, Maniküre fix gemacht. Darum geht's heute in diesem Video. Ich bin auf die Manifix UV Gel Nagelfolien gestoßen, weil mich eine Zuschauerin vehement daran erinnert hat, dass ich die unbedingt ausprobieren muss, weil die so toll wären. Und ich werde euch in diesem Video ein bisschen von meinen Bedenken im Voraus erzählen. Ich zeige euch aber auch, wie ich sie aufgetragen habe. Ich spreche auch über das Ablösen der Folien und ihr bekommt selbstverständlich noch ein Fazit. Vorab, das hier ist keine bezahlte Kooperation im klassischen Sinne, sondern ich habe bei Manifix angefragt, ob ich einen Code für euch haben kann. Den habe ich bekommen. Ihr spart 25% mit dem Code MAMAKO, wenn ihr den eingibt, falls ihr dort etwas bestellen möchtet. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber wenn ihr meinen Code einsetzt, bekomme ich eine kleine Provision. Das sage ich nur zur Transparenz, damit ihr wisst, woran ihr seid. Bei Manifix gibt es die klassischen Nagelfolien. Die benutzt man mit Unterlack, Folie drauf, Überlack. Und es gibt die UV-Gel-Nagelfolien, die sind sogar mit einem Swiss Award ausgezeichnet worden. Da verwendet man die Folien und gibt einen Gel, UV-Gel-Lack oben drüber und härtet diesen in der Lampe aus. Und um diese Gel-Nagelfolien geht es heute hier bei mir, die habe ich nämlich ausprobiert. Meine anfängliche Sorge bestand darin, dass ich mir die Seite angeschaut habe und ich fand die Gelnagelfolien auch wirklich alle super schön. Da gibt es welche mit Glitzer, da gibt es welche mit schönem Nailart-Design, was man so mit normalem Nagellack niemals hinbekommen würde. Genauso wie die, die ich jetzt drauf habe. Das ist so ein Marble-Design mit so ein bisschen Roségold-Flakes drauf. Das, bin ich ganz ehrlich, würde ich niemals mit normalem Nagellack hinbekommen. Und das hat mich dann schon gereizt. Allerdings habe ich gedacht, ich habe jetzt nicht die zartesten Finger unter der Sonne. Und auch meine Nägel sind zum Teil, also Daumen und Mittelfinger sind zum Teil so breit, dass ich dachte, das könnte sein, dass die bei mir vielleicht gar nicht passen. Aber ich lag total falsch. Denn die Nagelfolien sind bei mir angekommen und ich hatte mir so einen Babyboomer-Look ausgesucht, so ein French Nail, ne, so ein Klassiker einfach. Und damit habe ich mich probiert und ich fand es sehr, sehr toll, dass diese Folien sich dehnen lassen. Wenn man sie ein bisschen anwärmt, geht es sogar noch besser. Die Nagelfolien passen, man bekommt eine große Auswahl, die möchte ich euch kurz zeigen. Es kommt also in diesem Paketchen hier an und dann bekommt ihr immer 11 Folien pro Hand. Also insgesamt sind hier 22 Folien drauf. Und da könnt ihr genau gucken, weil sie durchsichtig sind, ist das super praktisch. Ihr könnt sie drauflegen und genau schauen, was zu eurer Nagelbreite passt oder auch fast passt, denn wie gesagt, die sind dehnbar und die passen bei mir super. Obwohl ich einen sehr, sehr breiten Daumennagel habe und ich da wirklich anfangs Bedenken hatte. Aber der breiteste passt bei mir auf den Daumen perfekt drauf. Außerdem ist in dem Paket dann nochmal hier so eine kleine Nagelfeile drin und ein Rosenholzstäbchen, die ich persönlich sehr gerne verwende. Ich habe sowas natürlich auch sowieso zu Hause, aber ich nehme dann immer die, die mitgeschickt wurden, denn die braucht man auch. Und ich sage euch jetzt genau, wie ich sie aufgetragen habe. Und das war mein erstes Mal. Sie sind schnell anzubringen, halten 4 Wochen. Sie sind vegan. Auf der Internetseite steht 15 free, also frei von Schadstoffen. Und sie sollen euren Naturnagel nicht beschädigen. Sie werben damit, dass das in wenigen Minuten erledigt wäre. Ich habe jetzt mit Kameraführung und so weiter, habe ich locker eine Dreiviertelstunde gebraucht. Jetzt beim zweiten Mal war ich schon etwas schneller. Da habe ich es ohne Kamera gemacht, habe mich konzentriert und war so in einer halben Stunde ungefähr fertig. Und ich denke, lasst es mich noch ein, zweimal machen. Dann habe ich eine geübte Hand. Ich kenne mich dann aus. Ich weiß, wie es funktioniert. Und dann glaube ich wirklich, dass ich in 15, 20 Minuten damit fertig bin. Der Auftrag. Ich habe zuvor meine Nägel ablackiert, habe mir die Hände gründlich gewaschen und habe meine Nagelhaut entfernt bzw. zurückgeschoben mit so einem Rosenholzstäbchen und einem Nagelhautentferner. Ich muss aber dazu sagen, dass ich sowieso immer Sorge habe mit meiner Nagelhaut, bei wem das nicht so schlimm ist, das reicht, wenn ihr sie dann zurückschiebt. Dann habe ich meine Nagelhaut entfettet. Das könnt ihr machen, indem ihr sie gründlich wascht. Ich habe jetzt noch so einen Nail Cleaner gehabt, damit habe ich komplett das Fett von dem Nagel runtergenommen und habe mich dann an die Folien gemacht. Ich habe geschaut, was passt. Passt auf meinen Nagel am besten, habe mir dann eine ausgewählt, habe sie entnommen und habe sie mittig, ziemlich weit hinten an der Nagelhaut aufgesetzt, in der Mitte. Und habe sie einmal kurz festgedrückt und habe dann geschaut, rechts und links passt es. Und wo es nicht passte, konnte ich sie ja noch ein bisschen zwischen die Finger so nehmen und ein bisschen dehnen und ziehen,
Und dann passt es auf jeden Fall. Wichtig ist, das Ganze gut anzudrücken, mit dem Finger nochmal so richtig drauf zu gehen, so ein bisschen Zeit auch dafür aufzuwenden, das alles gut anzudrücken, das gut in die Ecken zu drücken und auch bis in die Spitze festzudrücken, sodass alles gut sitzt. Und dann könnt ihr das, was oben übersteht, was überschüssig ist, könnt ihr runterklappen quasi und euch damit schon mal so vorgeben, was abgeschnitten werden muss. Und das schneidet ihr dann einfach mit einer Nagelschere ab. Danach habe ich die Reste nochmal so drüber klappen lassen und bin dann mit der kleinen Nagelfeile dran gegangen und habe das alles mit der Feile nochmal schön angeglichen. Alles, was so an Ecken vielleicht noch da war oder so, aber das ging auch blitzeschnell und dann passte es perfekt auf meinen Nagel. Das habe ich dann mit jedem folgenden Nagel gemacht, immer geschaut, welche Folie passt, habe sie aufgeklebt, eventuell nochmal ein bisschen gedehnt, vorne eingeklappt, abgeschnitten, ein bisschen nachgefeilt. Und wie gesagt, mit geübter Hand geht es super schnell. Und zum Schluss kommt dann wirklich nur noch der UV-Überlack drüber. Den habe ich mir gleich mitbestellt bei Manifix. Da kommt eine dünne Schicht auf die Folie drauf. Und dann versiegele ich das vorne immer nochmal. Da denke ich immer dran. Das habe ich auf allen Fingern gemacht und habe sie dann 60 Sekunden in meine UV-Lampe gesteckt, um das Ganze aushärten zu lassen. Et voilà, schöne Fingernägel. Und ich fand diesen Babyboomer-Effekt auch wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe mir das natürlich notiert, wann ich die aufgeklebt habe und habe geschaut, wie lange halten die. Und ich wollte das echt durchziehen. Allerdings hatten wir Dezember und ich hatte sie 2,5 Wochen drauf. Und dann sind wir nach Weihnachten noch in Urlaub geflogen. Und das war mir zu heikel. Ich kannte mich nicht so richtig gut damit aus. Ich wusste nicht, wie kann ich die nachher ablösen. Also habe ich sie dann abgelöst, sodass ich euch jetzt gleich auch etwas über die Entfernung erzählen kann. Und bin aber überzeugt, die hätten locker 4 Wochen gehalten. Die haben so gut geklebt, die sahen noch so schick aus. Das Einzige war, dass sie hinten an meiner Nagelhaut, also ein Stückchen rausgewachsen waren. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir so durch die Haare gefahren bin, dann bin ich mit meinen Haaren immer so hinten so ein bisschen hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war, ich habe das als unangenehm empfunden. Aber das hat mir natürlich eine Lehre gegeben, indem ich jetzt weiß, dass ich sie am Anfang hier an der Nagelhaut besonders fest andrücke. Und da bin ich heute auch nochmal hergegangen und habe mit dem Rosenholzstäbchen nochmal feste an die Ecken gedrückt, habe das da nochmal gut festgedrückt, damit mir das jetzt beim nächsten Mal nicht so schnell passiert. Es fühlt sich an wie UV-Gel-Lack, es glänzt wie UV-Gel-Lack, der Glanz geht auch nicht weg. Ihr könnt alles damit machen. Ich habe Haushalt gemacht, ich habe mich ganz normal gewaschen, geduscht, Sport gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es Folien sind. Es hätte auch normaler Gel-Nagellack sein können. Also es ist überhaupt vom Gefühl her, von der Haptik her, kein Unterschied festzustellen. Ich fühle mich damit super wohl. Die sind auch wirklich spiegelglatt und sehen total gepflegt aus. Und ihr wisst, ich lege immer Wert auf gepflegte Hände. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hatte mir ein Starter-Set bestellt, weil ich eine UV-Lampe ja schon besitze. Dabei war einmal dieser Babyboomer, diese Babyboomer-Folien waren dabei und der UV-Topcoat und halt die Nagelfeile war dabei und das hat mich 19,90 Euro gekostet. Und zum Testen habe ich gedacht, ist das ein angemessener Preis, wenn es wirklich 4 Wochen hält, super. Und ihr könnt aber auch ein Starter-Set bestellen, wo die Lampe schon dabei ist und da habe ich jetzt gerade online auf der Seite geguckt. Ich weiß nicht, ob das immer so ein toller Preis ist, aber da zahlt ihr 29,90 Euro mit Lampe und die ersten Folien und der UV-Gel-Lack ist dabei. Also das finde ich wirklich ein super Preis dafür. Plus, ihr könnt noch die 25% sparen mit meinem Code MAMAKO. Ne? Das, vielleicht nochmal drüber nachdenken, falls ihr das ausprobieren wollt. Ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen. Kommen wir zum Entfernen. Da habe ich mich natürlich vorher ein bisschen belesen auf der Seite von Manifix, wie es am besten geht. Ich folge denen auch bei Instagram. Falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne nachholen. Dort heiße ich auch MAMAKO Beauty. Das blende ich mal hier oben ein. Und da habe ich gesehen, dass das die Dame von Manifix, die hat es so gemacht, dass sie das so leicht angelöst hat am Rand. Also sie hat so ein bisschen wie so geknibbelt, aber nur so ein ganz kleines bisschen und hat dann Öl da reingeträufelt. Sie hat gesagt, man muss ein hochwertiges Öl nehmen. Ich hatte jetzt noch ein Nagelöl da von Santé, glaube ich, oder Alverde. Nee, Santé, glaube ich. Auf jeden Fall ein gutes Nagelöl. Es geht auch mit Weleda oder was ihr zu Hause habt. Ne? Und dann habe ich da einen richtigen Tropfen rein flutschen lassen. Und dann bin ich mit dem Rosenholzstäbchen hinterher, das, was ich schon leicht angelöst hatte, da habe ich dann einfach mich so vorsichtig weitergearbeitet. Und ich habe das abends beim Fernsehen gemacht, ganz entspannt. Ich habe mir ganz viel Zeit gelassen dabei, immer so Stück für Stück. Und dann konnte ich das mit diesem Öl tatsächlich ganz leicht ablösen. Und ich hatte alle Nägel nachher, hatte ich dann auf so ein Papierchen da so hingelegt. Meine Nägel waren ölgepflegt sozusagen und mein Nagel sah auch wirklich
toll aus. Also genauso wie vorher auch. Das hat keine Beschädigung hinterlassen an meinem Naturnagel oder an meinem Nagelbett. Da war ich wirklich extrem begeistert von. Das hat mir gut gefallen. Und da wusste ich, ich werde auf jeden Fall nochmal nachbestellen und nochmal neue Folien drauf machen. Und diesmal habe ich mich, wie gesagt, für dieses Marble-Design entschieden, weil ich denke, dass ich so ein tolles Nageldesign selbst nicht hinbekomme und das dann so einfach mit Folien einfach aufzukleben, was gibt's Besseres? Es gibt selbstverständlich auch Unifarben, da habe ich schon so schöne dunkle Rottöne gesehen beispielsweise, da habe ich mir überlegt, die werde ich mit Sicherheit auch mal ausprobieren. Ich mache jetzt auf jeden Fall in ein paar Tagen eine neue Bestellung fertig und wollte euch fragen, ob ihr auch Interesse habt an den normalen Nagelfolien, also die nicht mit UV funktionieren, wo man den Unterlack drunter machen muss, Folie drauf und dann den Überlack und das Ganze dann trocknen lassen muss. Da weiß ich jetzt nicht, wie lange die halten. Das habe ich nicht ausprobiert. Aber wenn ihr das sehen möchtet, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann bestelle ich nämlich davon auch mal welche mit und probiere das auch mal aus. Fazit: Für mich hat es sich definitiv gelohnt. Ich habe tolle Nägel, sehr gepflegte Nägel. Ich habe das jetzt gerade, wie gesagt, in einer halben Stunde erledigt gehabt und das hält mir jetzt locker 3-4 Wochen und ich werde zufrieden damit sein und sehr glücklich und immer, wenn ich auf meine Fingernägel schaue, denke ich, wow, sieht das toll aus. Hört sich bescheuert an, aber es ist so die kleine Freude des Tages für mich und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert mit meiner UV-Lampe. Ich bin da gut mit klargekommen mit dem Anbringen. Das Ablösen war überhaupt kein Problem, was mir eine große Sorge genommen hat, weil ich dachte, boah, wer weiß, wie die Fingernägel danach aussehen, aber nein, die sehen picobello aus. Danach ein bisschen gepflegt. Ich habe die dann so 2-3 Tage ohne Lack gelassen, habe die so ein bisschen gepflegt immer so, aber nur weil ich da Lust drauf hatte. Ich hätte auch normal drüber lackieren können oder wieder neue Folien aufkleben können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und im Urlaub habe ich meinen Nägeln dann so ein bisschen Ruhe gegönnt, habe dann normalen Nagellack mal auflackiert und dann wieder nichts gehabt. Aber jetzt, wo ich wieder da bin, habe ich gedacht, komm, jetzt machst du für die nächsten 4 Wochen so richtig schöne Nägel. Und ja, es freut mein Herz. Wie gesagt, ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Es ist mal ein bisschen ein anderes Thema, aber ihr schaut auch immer gerne auf meine Nägel, fragt mich oft, was trägst du auf den Nägeln, welche Farbe ist das und so weiter. Jetzt habt ihr es gesehen, was ich so als Neuestes ausprobiert habe, für mich entdeckt habe und ihr werdet in Zukunft öfter mal Manifix Gel UV Folien auf meinen Nägeln sehen. Mein Gott, das ist ein schwieriges Wort für mich. UV Gel Nägel Folien auf meinen Nägeln sehen. Das wollte ich sagen, weil es auch echt schick aussieht. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Falls ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen freundlichen Kommentar natürlich. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!